Ja, guten Morgen. Morgen. Wir sind wo? Barack Michel am Hohen Fenn. Richtig. Im Hohen Fenn. Richtig. Am Hohen Fenn. Und heute laufen wir mal eine Runde. Müssen wir gucken, wie wir hinkommen, weil Hund ist im Hohen Fenn ziemlich problematisch. Wir schauen jetzt mal. Normalerweise müsste das, was wir jetzt laufen wollen, eigentlich klappen. Wir gucken mal. Kommen wir schon gleich zur Chapelle Fischbach. Hier sehen Sie, Hund ist hier erlaubt. Die habe ich mal ausgesucht. Drohnenfliegen strengstens verboten. Und hier, ein lustiger Zeitgenosse. Ein paar Meter und da sind wir schon mittendrin im Fenn. Eine ganz besondere Stimmung im Fenn. Na, da kommen sie. Geht so die Sonne. Kommt jetzt so langsam durch den Nebel, durch den Frühnebel. Jetzt können wir hier mal schön mitten durchs Fenn gehen. Da kommt wieder eine Staffel. Lass uns mal schauen. Schön. Schöne Stimmung hier, ne? Trink das Wasser. Nee, das ist ja sehr sauber. So ein typischer Tümpel. So, dann also Türmchen. Aussichtstürmchen. Dann gehen wir da mal hoch, gucken. Ne? Mal schauen, ob das so klappt. Da müssen wir aufpassen, nicht, dass wir uns auf die Schnauze nehmen. Also. So ein Aussichtsding ist das. Ha, guck. So sieht das hier aus. Fein. Zwei. Und ich bin schaue über die Bäume. Wie gesagt, da vorne ist das Kreuz der Verlobten. Und die Dani hat sich da gestern richtig eingelesen. Daniela, erzähl uns mal was über das Kreuz. Ja, das ist das Kreuz der Verlobten. Tragische Geschichte. Im Jahre 1871 waren zwei Verliebte, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, François Reif und Marie Solheid. Die wollten sich das Jawort geben und es fehlten Papiere. Da mussten sie nach Serben. Sobro? Nee, irgendwann mit X, dieses XOO. Chevrolet. Ja, Chevet. Und wollten sich doch die fehlenden Papiere besorgen. Aber es war Januar und sie gerieten in einen Schneesturm. Und den Schneesturm haben sie nicht überlebt. Die Marie ist zuerst gestorben und der François etwas später. Und die Leichen haben sie erst im März nach der Schneeschmelze gefunden. Ja, und an die beiden erinnert dieses Kreuz. Und darüber hat es sogar richtige Romane gegeben. Also schon. Das ist aber Wahrheit. Schön. Das ist eine wahre Geschichte. Also, das ist jetzt nicht
erfunden. Da ist er auch, damit man weiß, warum. Ich wusste mal, wie man ausspricht. Vielleicht blende ich das nochmal ein. So. Eine kleine Anmerkung. Das Kreuz, das steht an der Stelle, wo man die Marie gefunden hat. Den François, den hat man nämlich erst in 2 Kilometern Entfernung gefunden, weil der wollte nämlich noch Hilfe holen und hat es auch leider nicht geschafft. Und beide sind leider im Schneesturm ums Leben gekommen. Schöner Wegabschnitt hier. Und auch hier sind Hunde erlaubt. Fein. Ach, hier ist tatsächlich auch ein Stück Abschnitt, für den das schon bekannt ist. Wir gehen jetzt hier über Planken, Holzsteine. Es ist schön, dass wir hier in den Steg haben. Sonst müssten wir nämlich da durch. Das sagt bloß, das sieht eine Klasse aus hier. Toll. Thank you.
So, jetzt machen wir mal eine Bachüberquerung ohne Brücke. Mal schauen, ob wir das gut hinkriegen. So, jetzt haben wir hier den ersten Stein, den zweiten, den dritten, den vierten. Oh ja, das hat super geklappt. Richtig. Dann der da. Und damit auf den da. Und das ist ein großer Schritt. Ja, super. Wow. Auch die Mama hat es geschafft. Und nichts nass geworden. Ja. Super. So, drüber. Das war die Bachüberquerung. Und jetzt so, oh, wieder. Laufen wir einen kleinen Pfad durchs Fenn. Das Schöne ist, das sind wirklich Pfade. Und da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Wir haben schon zwei Pfade, man die Einmündung verpasst, weil die so unscheinbar waren. Ach, guck mal hier. Schon schön, ne? Oh, ein Traumwetter heute. Eigentlich fände ich untypisch. Da war gerade eine matschige Stelle. Jetzt sind wir hier wieder auf den Planken. Da muss man aber auch ein bisschen aufpassen. Das ist immer mein gut rutschig. Schön, schön. Fein, fein. Wir gehen den Pfad noch eine zweite. Gehen den Pfad noch eins weiter. So, wir sind auf den letzten Metern. Passen wir wieder zurück im Barack Michel. Und was sagen wir zur Tour? War heute traumhaft schön. Ja, jetzt nicht durch den Weg mit dem Hund durch den Fenn ist schon schwierig, aber dafür war der Weg okay. Ja. Dann wurde man natürlich heute Morgen über eine Stunde von den Schneegänsen begleitet. Das war natürlich ein Highlight. Die sind ja bald gefühlt zu Tausenden geflogen. Ja, sehr matschig, aber stellenweise. Ne? Stellenweise. Ja. Da muss man halt mit rechnen, wenn man den Fan fängt. Und das hat uns, also mir hat es Spaß gemacht. Stellenweise schon richtig tricky zu laufen. Ne? Ja, richtig. Ja, und wenn du einen falschen Tritt gemacht hast, dann hast du halt, ist dein Fuß verschwunden. Ist also nicht, der Weg ist nicht turnschuhtauglich. Nein. Man sollte also schon gucken, ob man Schuhwerk an den Hacken hat, der auch ein bisschen wasserdicht ist. Richtig. Und matschresistent. Genau. So, das war eigentlich das Fazit. Und eine sehr schöne Wanderung. Und ich glaube, wir haben jetzt die letzten zwei Tage gezeigt, wie vielfältig die Eifel ist. Ja. Also vorgestern waren wir im traumhaften Felsenland und heute waren wir im Hochmoor. Und demnächst werden wir nochmal in die Vulkaneifel. Richtig. Da war ich auch schon recht lange nicht mehr. Richtig. Also man hat genug Vulkanismus. Zu tun.
Also es gibt nicht viele Gegenden in Deutschland, die so eine Vielfalt zu bieten haben. Also in diesem Sinne, malet Jod und tschüss. Wir sind fort.